Die neue A-Klasse. Der Pulsschlag einer neuen Generation. In Ihrem Autohaus Allgäu in Kempten, Kaufbeuren und Immenstadt. Ich begrüße Sie zu TV Allgäu Nachrichten. Schön, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Und das sind die Themen der Freitagssendung. Von unten nach oben. 75 Patienten ziehen um ins neue Klinikum Kempten. Energiewende ja, aber wie? Bayerns Minister Huber stellt sich der Diskussion. Und Förderung für die Zukunft. Allgäuer Moorallianz erhält rund 8,4 Millionen Euro. 18 Uhr. Zu dieser Stunde steht es bereits leer, das Kemptner Krankenhaus in der Memminger Straße. Heute fand der Umzug aller Patienten statt in den Neubau der inneren Medizin, der vor 2 Wochen eingeweiht wurde. Knapp 7 Stunden lang fuhren die Krankentransporte zwischen dem alten Standort und dem in der Robert-Weixler-Straße hin und her. Ein organisatorischer Kraftakt, den wir mit der Kamera begleitet haben. 20 Fahrzeuge, 58 Helfer, 75 Patienten in 7 Stunden. Es ist eine Mammutaufgabe, die die beiden Krankenhäuser in Kempten heute bewältigt haben. Um 7 Uhr in der Früh beginnt der Umzug von der Memminger in die Robert-Weixler-Straße. Herzstück der Organisation ist das Fahrzeug der zentralen Einsatzleitung. Hier wird genau überwacht, welcher Patient gerade unterwegs ist und ob er gut angekommen ist. Kommuniziert wird mit den jeweiligen Abschnittsleitern. Wir hatten auf jeder Station einen Abschnittsleiter, der uns immer genau den Sachstand sagen konnte, wie es auf der Station ausschaut. Wir wollten nicht mehr als 3 Transportfahrzeuge dann jeweils das Personal auf der Station haben, damit jeder Patient geordnet übergeben und auch hier oben jeder Patient dann geordnet abgegeben werden konnte. Ständig kommen leere Transporter nach. Trage auspacken, die richtige Station und den zugewiesenen Patienten aufsuchen. Was anfangs noch für etwas Trubel sorgt, geht schnell in Routine über. Für die Patienten der Intensivstation wurde eigens ein Transportfahrzeug aus Augsburg angefordert. Das ermöglicht beispielsweise ein reibungsloses Aufrechterhalten der künstlichen Beatmung. Doch nicht nur Patienten werden transportiert, auch ihr Hab und Gut muss natürlich mit umziehen. Genauso wie die Ausstattung der Büros. So gesehen läuft der Umzug schon eine ganze Weile. Logistisch ist der Umzug seit Anfang der Woche schon gelaufen. Klar, es wurde alles, was unten nicht mehr zwingend benötigt wurde, schon hier hochgegeben. Wir haben auch die EDV so weit umgebaut gehabt, dass wir sowohl hier oben als auch unten einsatzklar waren. Es sind schon ein paar Stunden vergangen, da geht auch dieser Patient auf die 2,5 Kilometer lange Reise. Reisacher ist einer der letzten Patienten, der abgeholt wird. Den ganzen Umzug nimmt er gelassen. Ja, ich habe gestern schon gesagt, dass ich einer der letzten bin, den man holt. So harmlos. Ich bin von daheim auch irgendwas gewöhnt. In der Memminger Straße leeren sich langsam die Zimmer. Das Haus sieht seinem Ende entgegen. In der Robert-Weixler Straße füllt sich der Neubau allmählich mit Leben. Die Transportteams werden ihre Reise aber noch ein paar Mal antreten müssen, bevor am Ende des Tages dann Ruhe einkehrt. Von der Mammutaufgabe Klinikumzug kommen wir jetzt zu einer, die stockt. Bundesumweltminister Altmaier scheint derzeit beim Thema Energiewende auf die Bremse zu treten. Sein Argument, Energie müsse bezahlbar bleiben. Doch wie auch immer man es dreht und wendet, an der Umstellung auf erneuerbare Energien werden wir wohl nicht vorbeikommen. Bleibt die Frage, wie die Wende am besten organisiert wird. Bayerns Umweltminister Dr. Marcel Huber stellte sich dazu gestern der Diskussion an der Fachhochschule Kempten. Es sind inzwischen gewohnte Anblicke im Allgäu. Viele Solardächer, Windräder sowie Biogasanlagen. Doch noch sind es zu wenige, wenn man die ehrgeizigen Ziele der bayerischen Staatsregierung zugrunde legt. Bis 2020 will Umweltminister Marcel Huber den Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung auf 50% erhöhen.
ein ehrgeiziges Ziel. Aber Bayern sollte hier schon auch vorangehen, denn wir wollen hier auch Beispiele geben, Beispiel in Deutschland auch. Und ich glaube auch, das ist machbar, denn wir waren letztes Jahr bei 30%, sind heuer mit Sicherheit bei 33%. Also der Zubau regenerativer Energiekapazitäten läuft. Um die Ziele zu erreichen, muss auch der Freistaat investieren. Allerdings nicht in sinnlose Kampagnen, wie Ulrike Müller von der Landtagsfraktion der Freien Wähler meint. Denn für die Stromsparaktion Stromsparen rockt hat die Staatsregierung fast 1,3 Millionen Euro ausgegeben. Dieses Geld sei anderweitig besser aufgehoben, meint Ulrike Müller. Also ich kann den Sinn hier nicht erkennen. Wir hätten nämlich hier ganz konkret von der EZA ein Konzept vorgestellt zur Altbausanierung. Und genau das hat jetzt Herr Minister Huber angesprochen. Gebäudesanierungen müssen wir in den Vordergrund stellen, um die Energiewende tatsächlich zu schaffen. Dieses Konzept wäre bayernweit umsetzbar, wäre übertragbar. Und ich glaube, solche Aktionen, wenn sich Menschen vor Ort Gedanken machen, wie man tatsächlich diese Energiewende schaffen kann, gemeinsam schaffen kann, die sollten wir besser nach vorne bringen und hier ganz konkret auch als Maßnahme mit einsetzen. Der Minister hingegen findet diesen Vorwurf absurd und kontert. Wenn jemand die Aufgabe als Umwelt- und Gesundheitsminister übernimmt, dann hat er die Aufgabe, für die Ziele, für die wir stehen, zu werben. Ich kann keine Energiewende machen, ich kann nicht gegen Biodiversität kämpfen, ich kann nicht zum Einsparen von Energie auffordern, indem ich das irgendwo aufschreibe und in Schubladen lege. Ich kann auch nicht die Menschen zu einer gesunden Lebensführung bringen, wenn ich nicht in die Öffentlichkeit gehe und für die Dinge werbe. Und ich werbe ja nicht für mich, ich werbe für die Sache und dafür ist der Aufwand an PR gerechtfertigt. Ob mit Werbekampagne oder ohne, dass die Energiewende eine riesengroße Aufgabe darstellt, da sind sich alle einig. Doch wer weg will von der Atomenergie, der müsse viele Hürden überwinden. Es ist problematisch. Also ein Industrieland wie Deutschland mit 80 Millionen Einwohnern auf regenerative Energie umzustellen, ist nicht trivial. Das ist ein großer Aufwand, ein finanzieller, ein organisatorischer, ein technischer. Und wir müssen uns richtig anstrengen, das zu schaffen. Aber es ist auch ein hohes Ziel. Denn wer hier von der Kernkraft wegkommt, hat dieses Risiko, diese Gefahr für unsere Nachkommen nicht mehr. Zwar das Problem erkannt, allerdings viel zu spät. So kommentierte gestern Thomas Gehring den Auftritt des Ministers. Also es ist eine große Herausforderung und ich habe vielleicht den Kopf geschüttelt, weil ich mich einerseits freue, dass jetzt alle von der Energiewende reden. Das ist wichtig. Ich glaube, das wird auch nur so möglich sein. Aber bei manchem denke ich mir, hättest du schon früher davon geredet, hätten wir schon früher damit begonnen, die richtigen Schritte einzuleiten, dann würden wir uns auch jetzt leichter tun damit. Für die Grünen ist die Energiewende ohne einen weiteren starken Ausbau der Windenergie im Allgäu nicht zu erreichen. Ob und inwieweit sich diese Meinung durchsetzt, das wird mit Sicherheit auch Thema im bevorstehenden Landtagswahlkampf sein. Doch noch ist knapp ein Jahr Zeit. Bis dahin werden sich die Windräder im Allgäu noch viele Male drehen. Einer aufmerksamen Bankangestellten sei Dank, dass eine womöglich betrügerische Kaffeefahrt gestoppt wurde. Die Frau war stutzig geworden, als ihr eine 90-jährige Kundin erzählte, dass sie bald 2000 Euro einzahlen würde, die sie bei einer Ausflugsfahrt gewinnen würde. Die Bankangestellte verständigte daraufhin die Sonthofer Polizei. Und siehe da, die Beamten kontrollierten den Reisebus, der angeblich auf dem Weg zu einer Weihnachtsausstellung war, und erfuhren dabei so einiges. Der Busfahrer gab an, dass er von seinem Auftraggeber nur den Vornamen kenne und der ihm gesagt habe, dass er in die Schweiz fahren soll. Das genaue Ziel hätte der Busfahrer erst kurz vor der Ankunft erfahren. Die Telefonnummer des Auftraggebers sei unterdrückt, sodass man nicht zurückrufen könne. Veranstalter war laut Einladung eine Firma in Leipzig. Die Polizei Sonthofen fand aber heraus, dass die Firma dort gar nicht bekannt sei und auch die Adresse nicht existiere. Nachdem die Passagiere, alle Senioren aus dem Allgäu, dies erfahren hatten, beschlossen sie, die Reise abzubrechen. Es hätte eh nur ein Teil von ihnen einen Personalausweis für einen Grenzübertritt dabei gehabt. Sie wussten ja nicht, dass die Fahrt in die Schweiz gehen sollte. Übrigens erwartet den Busfahrer eine Anzeige. Der Mann aus dem Landkreis Gütersloh hatte die Tagesruhezeit nicht eingehalten. Und gleich in Kompakt. Die Ermittler im Fall Ölfleck sind einen Schritt weiter. Rohstoffe, Wertstoffe, Recycling. Wir versorgen die Wirtschaft mit wertvollen Rohstoffen. Dorn, denn auf die richtige Verwertung kommt es an.
Sie suchen eine solide Geldanlage im Allgäu? Wählen Sie zwischen unseren zwei Modellen. Profitieren Sie von hohen Anlagezinsen oder einer Beteiligung an unseren Immobilienobjekten im Allgäu und erhalten Sie halbjährlich die Ergebnisse aus Miete und Pacht. Investieren Sie in ein starkes Stück Deutschland. Gleich anrufen unter 0831 960 4510. Entschuldigen Sie, können Sie mir vielleicht verraten, aus welchem Material die sind? Ruhe! Sehen Sie nicht das, was zu tun habe? Einkaufen mit freundlicher und kompetenter Beratung gefällig? Die UA-Partner. 9 starke Partner freuen sich auf Ihren Besuch. Mit dabei Trachten Schaber, Möbel Lederle, T&M Sport und Optik Kössel. Im Skiparadies Grasgere haben wir für kleine und große Gäste alles perfekt für kommende Wintersaison vorbereitet. Gesund und schön. BC Top Nails in Kaufbeuren. Das Studio für Anspruchsvolle. Lassen Sie sich verzaubern von der Vielfalt unserer Nageldesigner. Denn schöne Nägel sind kein Zufall. Durchatmen, loslassen, wohlfühlen. Den Alltag hinter sich lassen bei Kosmetik Steinhaus in Kempten. Wartensee Straße 9. Telefon Kempten 10 20 4. Skin Cure. Ihr Experte in Sachen Gesundheit und Schönheit. Genießen Sie Ruhe und Entspannung bei unseren medizinisch-kosmetischen Behandlungen. Rufen Sie heute noch an. Wir beraten Sie gerne. Schluss mit dem Tarifdschungel. Klare Tarife und ein sicherer Wechsel mit Präg. Wir kümmern uns persönlich darum. Präg. Wir verstehen Energie. Am Samstag, den 15. Dezember, feiert das Allgäu sein zweites Ski-Opening im Oberjoch. Von früh bis spät gibt es ein volles Powerprogramm. Kostenlose Skikurse und Skiverleih, Après-Ski-Party mit den Lamas und Star-Auftritt von Mickey Krause. Und vieles, vieles mehr. Und das bei freiem Eintritt. Mehr Infos auf www.allgäuer-skiopening.de. Wonnemar. Ein Tag wie Urlaub. Tauchen Sie ein ins Vergnügen und gönnen Sie sich eine Auszeit vom Alltag. Einfach abschalten und die Seele baumeln lassen. Entspannen Sie im Sohlestollen oder im Thalassobecken und fühlen Sie sich danach wie neugeboren. Das Einkaufserlebnis auf 4 Etagen für Jäger und Neugierige. Outdoor- und Freizeitmode. Trachten, Fesch und Leger. Waffenbär, wo Beratung und Service überzeugen. Das Allgäuer Bier mit Herz. Jetzt neu. Erhältlich bei Feneberg und Kaufmarkt und in allen AZ-Service-Centern. Das Leben steckt voller unvergesslicher Momente. Und jeder Moment ist ein wundervolles Geschenk. Mein CW-Fotobuch. Der schönste Ort für schöne Geschichten. Die Meldungen vom 23. November 2012. Die Ermittlungen zum Ölfleckunfall von Markt Rettenbach laufen auch 1,5 Jahre später noch auf Hochtouren. Wie berichtet, war damals ein 37-jähriger Familienvater mit seinem Motorrad auf einer Ölspur ausgerutscht und bei dem Unfall ums Leben gekommen. Die Ermittlungen der Polizei ergaben damals, dass die Öllache vorsätzlich auf der Straße platziert worden war. Die Polizei hat jetzt versucht nachzustellen, ob es überhaupt einem Täter allein möglich war, die Ölflecke in der vorgefundenen Art und Weise auszubringen. Im Bereich der Unfallstelle wurden 3 weitere Öllachen auf einem relativ kurzen Streckenabschnitt von 180 Metern gefunden. Der Test vor Ort ergab jetzt, die Tat kann von einem einzigen Täter begangen worden sein. Dieser ist wahrscheinlich kurze Zeit nach dem Unfall zur Unfallstelle zurückgekehrt. Die Polizei ist deshalb weiter auf der Suche nach Zeugen, vor allem nach solchen, die vor Ort fotografiert haben. Außerdem wurde, wie berichtet, 300 Freiwilligen DNA abgenommen. Die Auswertung der Daten wird noch einige Wochen dauern. Königskartbesitzer können die Schwangauer Tegelbergbahn vermutlich bald nicht mehr kostenlos nutzen. Die Bahn hat jetzt ihren Ausstieg aus der All-Inclusive-Karte für Touristen angekündigt. Die Königskart enthält für Inhaber über 200 Gratisleistungen in Form von Eintritten für Bäder, Bergbahnen und Museen. Lediglich die Sommerrodelbahn soll noch in den Leistungen enthalten sein. Als Grund nannte der Geschäftsführer der Tegelbergbahn, dass die Karte zu wenig Geld einbringt. Auch verursachten viele Königskartbesitzer lange Wartezeiten für zahlende Gäste. Bis zum Frühjahr soll eine Lösung für die momentane Lage gefunden sein.
Der Ostallgäuer Bürgermeister, der wie berichtet wegen Betrugs an den Sozialkassen zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden war, muss mit einem Disziplinarverfahren rechnen. Das hat das Landratsamt jetzt mitgeteilt. Das Amt wertet das Vergehen als schweren Fall, will aber abwarten, bis das Urteil rechtskräftig ist. Wie berichtet, hatte der Bürgermeister in seiner ehemaligen Spedition die Lohnabrechnungen seiner Mitarbeiter manipuliert, um höhere Nettolöhne zu erreichen. Dadurch hat er die Sozialkassen um mehrere hunderttausend Euro betrogen. Im Falle eines Disziplinarverfahrens können ihm Sanktionen wie Geldbuße, Kürzung der Bezüge oder eine Entfernung aus dem Amt drohen. Sein Amt nicht mehr ausüben darf ein Rechtsanwalt aus dem nördlichen Unterallgäu. Er wurde jetzt zu einer Bewährungsstrafe verurteilt und erhielt ein Berufsverbot für Zivilangelegenheiten. Der Mann hatte Mitarbeiter in seinem Reitstall nicht korrekt entlohnt und Abgaben nicht gezahlt. Außerdem wurde er wegen Versicherungs- und Prozessbetruges schuldig gesprochen. Die Stadt Kempten sowie die Gemeinde Scheidegg sind jetzt mit dem European Energy Award ausgezeichnet worden. Diese Initiative belohnt herausragende Erfolge im Energiebereich auf kommunaler Ebene. Zu den Maßnahmen gehören beispielsweise die Verbesserung der internen Organisation in der Verwaltung sowie Maßnahmen im Bereich der kommunalen Energieversorgung. Es geht weniger um die Auszeichnung, sondern es geht mehr darum, mit diesem Instrument strukturiert am eigentlichen Ziel, nämlich Klimaschutz voranzubringen, mit den Bürgerinnen und Bürgern wirklich an den drei Säulen Energie einsparen, energieeffizient steigern und regenerativ erzeugte Energie auszubauen, an diesen drei Säulen kräftig weiterzuarbeiten. Darum geht's. Und der European Energy Award ist ein hervorragendes Instrument dafür. Neben den beiden Allgäuer Kommunen sind noch drei weitere Städte in Bayern ausgezeichnet worden. Bereits seit 2007 läuft das Pilotprojekt Energy Award im Freistaat. Der Raubüberfall auf eine Lindauer Tankstelle im März ist geklärt. Vier Männer hatten den Überfall zusammen durchgeführt. Dabei verübten zwei die Tat, während die anderen zwei in der Zwischenzeit Schmiere standen. Sie bedrohten die Kassierer dabei mit einem Klappmesser und einem Schreckschussrevolver. Anschließend entwendeten sie die komplette Tageskasse. Die Verdächtigen gaben die Tat nun in ihrer Vernehmung zu. Die Stadt Bad Wörishofen ist jetzt mit einem Sonderpreis für den Internetauftritt ihres Bürgerhaushalts ausgezeichnet worden. Die Stadt erhielt dafür den bayerischen E-Government-Löwen 2012 von der Staatsregierung. Die Teilnehmer sollten dabei Projekte zur Modernisierung von Verwaltungsarbeiten entwickeln. Der Bürgerhaushalt soll Einwohnern der Stadt Bad Wörishofen eine Mitbestimmung in der Verwaltung ermöglichen. So können sie sich mit eigenen Vorschlägen aktiv in der Stadtentwicklung einbringen. Soweit die Meldungen vom Freitag. Jetzt gibt's noch den Wetterbericht. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von Möbel Böck. 50 Jahre böckstarke Möbel in Kempten-St. Mang. Möbel Böck. Ein Haus voller Wohnideen. In der Nacht ist es teils bewölkt, teils klar, mit etwas Nebel am Bodensee und im Flachland. An den Bergen kühlen die Temperaturen bis auf minus 3 Grad ab. Der Samstag beginnt freundlich. Im Laufe des Vormittags lösen sich die Nebel- und Wolkenfelder langsam auf. Auch in der zweiten Tageshälfte bleibt es trocken. Sonne, Wolken und Nebel wechseln sich ab. Dank Föhn steigen die Temperaturen bis auf 11 Grad am Alpenrand. Am Sonntag ist es bewölkt mit etwas Sonne. Das Thermometer steigt bis auf milde 14 Grad. Die neue Woche beginnt dann ebenfalls mit einem Sonne-Wolken-Mix. Die Wahrscheinlichkeit, dass es regnet, nimmt aber zu. Und auch am Dienstag bleibt es wechselhaft. Neben Sonne und Wolken kann es gelegentlich auch wieder regnen. Ende nächster Woche soll er so richtig kommen, der Schnee. Darüber freuen sich vor allem die Wintersportler, egal ob Einheimische oder Urlauber. Besonders wegen der vielen unterschiedlichen Skipisten ist das Allgäu auch im Winter ein beliebtes Reiseziel. Und um die Region für Skifahrer noch attraktiver zu machen, stellt die Allgäu GmbH ab 1. Dezember eine ganz besondere Skikarte ins Internet. Wir durften sie uns vorab schon mal anschauen. Sobald der erste Schnee fällt, zieht es viele Wintersportler zum Skifahren. Das Allgäu ist da mit seinen Bergen und Skipisten die perfekte Anlaufstelle. Dank Beschneiungsanlagen fehlt es auf vielen Pisten in der Skisaison auch nahezu nie an Schnee.
Das ist wohl einer der Gründe, warum die Gästezahlen im Allgäu seit Jahren über denen von ganz Bayern liegen. Also die Winterzahlen haben sich sehr positiv entwickelt. 2011, 2012 hatten wir 1 Million an Gästeankünften hier im Allgäu, die ja 4 Millionen Übernachtungen generiert haben. Und das ist, wenn man das vergleicht zu 2004, ein Plus von 50% bei den Gästeankünften und ein Plus von 20% bei den Übernachtungen. Was sehr positiv ist, wenn man es auch im bayerischen Vergleich sieht, steht das Allgäu dort sehr gut da. Und das soll auch so bleiben. Deswegen wurde jetzt eine interaktive Skikarte entwickelt, die ab dem 1. Dezember im Internet abrufbar ist. Sie stellt die Skiregion in 3D dar und soll Urlaubern sowie Einheimischen die Wahl des richtigen Skigebiets erleichtern. Die Vorbereitungen für das alpenweit einzigartige Projekt laufen schon seit 2 Jahren. Ein Spezialflugzeug überflog dafür mehrfach die Region und nahm das Allgäu bei perfektem Skiwetter auf. Man kann sie interaktiv aufrufen auf unsere allgäu.info und auf der superschnee.com. Man kann sich die Skigebiete filtern nach den Schwierigkeitsgraden und nach der Schneehöhe kann man sich raussuchen, ja, ich möchte lieber ein leichtes Skigebiet haben, wenn ich mit meinen Kindern Skifahren gehen möchte. Und dann kann man sich auch die Piste im Nachhinein mit einem 3D-Flug anschauen, sodass man sich schon mal ein erstes Bild machen kann über das Skigebiet. Interessant für Skitourengeher dürfte vor allem die Hangneigungsfunktion sein. Hänge, die eine Steigung von mehr als 30 Grad haben und damit potenziell lawinengefährdet sind, werden speziell gekennzeichnet. Damit all die Daten auch immer aktuell sind, füttern Skipistenbetreiber die Karte regelmäßig mit aktuellen Daten wie der Schneehöhe und der Anzahl der geöffneten Lifte. Also wichtig ist, dass jetzt dann der Schnee kommt. Wir sind alle in den Startlöchern und wir sind bereit. Das Marketing läuft bereits in den unterschiedlichen Märkten, wo wir aufschlagen. Und wenn es jetzt vielleicht Ende nächster Woche zu schneien beginnt, kann es losgehen. Und auch wenn es Skigebiete gibt, in denen die Lifte erst in 2 Wochen in Betrieb genommen werden. Wenn zum nächsten Wochenende der erste Schnee fällt, kommt die neue Skikarte gerade richtig. Im Rahmen unserer kulinarischen Reise durch das Allgäu, präsentiert vom Allgäuer Brauhaus, sind wir heute zu Gast in Kempten. Am Rathausplatz besuchen wir das altehrwürdige Ratscafé. Seit 1993 betreibt die Familie Wallner das Café, jetzt bereits in der 3. Generation. Süße Leckereien, ob Pralinen, Torten oder Kuchen. Im Ratscafé ist das Konditorenhandwerk eines der Markenzeichen. Hier ist fast alles selbst gemacht. Dieses ganztägige Angebot ist bei den Kunden äußerst beliebt. Gerade ja, ältere Kundschaften lieben das Kaffee und Kuchen oder Tee, um sich zu treffen, um sich auszutauschen. Das ist ganz wichtig, gerade in der heutigen Zeit. Da kann man nicht bloß Kaffee to go machen, das geht nicht. Doch hier gibt es natürlich nicht nur Kaffee und Kuchen. Wer beispielsweise frühstücken möchte, der ist im Ratscafé genau richtig. In der kleinen, aber feinen Küche zaubert Koch Christian auch warme Mahlzeiten. Bodenständig bürgerlich, wobei das ja ein weiter Begriff ist, gell? Aber sie wird gut angenommen und das spricht ja das Resultat für sich. Jeden Tag wechseln die Mittagsgerichte, dazu gibt es durchgehend warme Küche à la carte. Da ist für jeden was dabei, auch wenn das in der kleinen Küche gar nicht so einfach ist. Das geht nur mit System. Es geht nur mit System, sonst nicht. Sonst kann das ein Koch nicht schaffen. Wir sind ja 2 Köche, manchmal auch 3 im Sommer, wenn Terrassensaison ist, weil wir haben ja draußen knapp 200 Sitzplätze. Das geht also dann mit einem Koch nicht mehr. Aber mit System und Vorbereitung geht das. Und wir haben natürlich auch jeden Tag ganz bestimmte Gerichte, die man also im größeren Stil her vorkochen kann. Tradition wird im Ratscafé ganz groß geschrieben. Insbesondere im Altstadtstüble wird das deutlich. Vor über 6 Jahren konnte Familie Wallner ihren Betrieb dadurch erweitern. Ja, hier war die städtische Druckerei drin, 15 Jahre. Und die ist dann aufgelöst worden von Stadtseite. Und somit waren die Räumlichkeiten leer und hat sich angeboten. Was auch richtig ist, weil wir haben viele Busgesellschaften, Reisegruppen, sehr viele Tagesgäste durch die Stadt Kempten.
die zu uns zum Kaffee trinken oder zum Mittagessen kommen. Frühstück, warme Küche oder ein leckeres Stück Torte. Im traditionsreichen Ratscafé gegenüber vom Rathaus fühlt sich jeder gut aufgehoben. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.das-ratscafé.de. Außerdem finden Sie diesen und weitere Beiträge auch bei uns im Netz unter www.tv-allgäu.de/kulinarische-reise. Es ist ein Großprojekt, das über die Grenzen der Allgäuer Landkreise hinweg seit über 3 Jahren vorangetrieben wird. Der Zweckverband Allgäuer Moorallianz plant dabei Projekte rund um den Schutz unserer Allgäuer Moore. Und damit geht es gleichzeitig um Hochwasserschutz, Naturschutz und Artenvielfalt. Nach der Planung steht die Umsetzung und dafür bekommt die Moorallianz jetzt richtig viel Geld zur Verfügung gestellt. Ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk, so bezeichnete der Zweckverbandsvorsitzende Johann Fleschhut gestern Abend den Besuch von Umweltminister Marcel Huber. Der hatte nämlich den Förderbescheid dabei, mit dem die Allgäuer Moorallianz in den nächsten 10 Jahren finanziell unterstützt wird. Es ist kein Geschenk. Es ist die Förderung, die jemand bekommt, wenn er ein gutes Projekt auflegt. Und die Allgäuer Moorallianz hat hier ein bundesweit wirklich hoch angesehenes Naturschutz-Großprojekt aufgelegt, das nach 3 Jahren Vorbereitungsphase jetzt in die konkrete Umsetzungsphase in den nächsten 10 Jahren geht, bei dem etwas geleistet wird, was wirklich hoch anerkennenswert ist und auch hoch unterstützenswert. Das sieht sowohl der Bund als auch der Freistaat Bayern. Mit dem Bescheid wird ein erster Teilbetrag von knapp 3,3 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Insgesamt belaufen sich die Förderungen von Bund, Land und weiteren Einrichtungen auf rund 8,4 Millionen Euro. Wir stehen jetzt zwischen Theorie und Praxis. Wir haben jetzt 2-3 Jahre tiefgründig erhoben, Pläne gemacht, ganz tolle, auch mit großartigen Erkenntnissen. Wir waren natürlich heiß aufs Umsetzen. Da haben wir natürlich jetzt richtig Lust drauf und schauen 10 Jahren entgegen, die garantiert nicht langweilig sind, sondern jedes Jahr voll ausgefüllt sind mit Zukunftsmaßnahmen, auch für den Klimaschutz ein Megathema unserer Zeit und auch der Zukunft. Die vordringlichsten Maßnahmen können ab jetzt also umgesetzt werden. Dazu zählen die Wiedervernässung von Hochmooren sowie die Pflege von Streu- und Nasswiesen. Rund 500 Hektar sollen so in den nächsten 10 Jahren wiederbelebt werden. Also von der Naturschutzseite her sind die Moore eigentlich sowohl was den ökologischen Teil betrifft, was die Arten betrifft, Bereiche, in denen wir sehr seltene Arten haben. Viele Arten dort sind auf der roten Liste, also auch sehr stark gefährdet, daher für uns auch von besonderer Bedeutung. Gleichzeitig sind die Moore aber für den Klimaschutz eine ganz wichtige Angelegenheit. Die Moore speichern also etwa so viel CO2 und Methan, also Lachgas, wie die gesamten Wälder, die wir haben, und haben vielleicht ein Fünftel der Fläche der Wälder. Also es sind sehr effiziente Kohlenstoffspeicher eben einfach auch. Ein großer Beitrag also auch zum Klimaschutz. Dass die Tourismusregion Allgäu ebenfalls von dem Projekt Moorallianz profitiert, davon ist Johann Fleschhut überzeugt. Das bedeutet Nachhaltigkeit nicht nur im Umweltschutz, sondern auch in der regionalen Wirtschaft. Ja, und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Aber auch am Wochenende sind wir wieder für Sie da. In Treffpunkt Freizeit haben wir die Künstlerin Gitta Schumann besucht. Und in Katholisch 1 TV begrüßt sie unsere Kollegin Isabel Weidnauer-Nohn. Der Wochenrückblick, der gibt Ihnen einen Überblick, was in den letzten Tagen im Allgäu geschehen ist. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Für Gott und auf Wiedersehen. Allgäu Strom, die heimatstarke Energie.